gerade her. Ich komme direkt aus dem Poldover raus und habe mich in einer Besuchergruppe aus dem Wahlkreis diskutiert. Jetzt ist aber gerade keine Sitzungswoche. Sind das dann Termine, die kommen, wenn sie kommen, und dann sind auch Sie trotz sitzungsfreier Zeit in Berlin? Ja, ich habe mal durchgerechnet für die letzte Wahlperiode. Wir hatten so 2000 Besucher im Jahr, mit denen ich diskutiert habe in Berlin. Und dann macht man das auch gerne in sitzungsfreien Wochen. Und die kamen jetzt alle aus Ihrem Wahlkreis? Die kamen alle aus meinem Wahlkreis. Aus Ostwestfalen? Aus Ostwestfalen. Was ist das Besondere an Ihrem Wahlkreis? Oh, erstmal ist es der schönste überhaupt. Natürlich. Ja. Jeder. Und dann bietet der einfach ganz viel. Mhm. Vom traditionellen Bad mit Kurpark und schicker Wandelhalle und Stadttheater und GOP, was man alles drin haben kann. Ach, zum ersten Mal werden wir fast überfahren worden. Entschuldigung. Macht ja nichts, ist ja nichts passiert. Wir sind so landschaftlich unheimlich schön an der Weser gelegen, mit schönem Mittelgebirge drin und vielen größeren und kleineren Orten ist er aber auch Zentrum der mittelständischen Wirtschaft mit wirklich ganz spezialisierten Betrieben und ganz viel Industriearbeitsplätzen. Vom Wahlkreis nach Berlin zu einer Sitzungswoche. Was muss passiert sein an einem Tag während einer Sitzungswoche, dass Sie nach Hause gehen und sagen, das war ein guter Tag, das war ein erfolgreicher Tag? Oh, da gibt es viele Möglichkeiten, einen guten und erfolgreichen Tag zu haben. Manchmal kann es einfach sein, dass die Sache geklappt hat, an der man ganz lange gearbeitet hat. Das ist im Petitionsbereich oft der Fall. Dass man lange sich für Fälle einsetzt und plötzlich bleibt es. Dann ist das natürlich ein guter Tag. Es kann aber auch einfach ein gutes Gespräch mit einer Besuchergruppe gewesen sein oder ein Erfolg für den Wahlkreis, ganz wichtig. Dann habe ich meistens sogar eine gute Woche, wenn ich den hatte. Wie ist die Bilanz? Schlechte Tage, gute Tage? Also ich mache meinen Beruf sehr gerne jetzt, diese Aufgabe sehr gerne. Und da muss die Bilanz wohl positiv sein. Sie sind Industriemechaniker. Ja. Wie sind Sie in die Politik gekommen? Über ganz viel Neugier, ganz viel Interesse und dann über die Arbeit in der Kommunalpolitik. Und Sie sind seit 2009 im Bundestag. Gab es etwas, das Sie zu Beginn Ihrer Abgeordnetenzeit besonders überrascht hat? Was mich wirklich überrascht hat und auch bis heute noch überrascht, ist das gute Miteinander, das man hier innerhalb der eigenen Fraktion erlebt hat. Da sind doch auch persönliche Kontakte entstanden, von denen ich ganz sicher bin, dass sie auch weit über die Arbeit hier hinaustragen werden. Mhm. Auch über die Fraktionsgrenzen hinaus? Also gibt es auch da politisch streitbar, aber menschlich Begegnungen, die man mag, die man schätzt? Es gibt durchaus schon Kontakte zu Leuten, die man schätzt, aber die Arbeit in der Fraktion miteinander ist halt wesentlich intensiver. Mhm. Und darum entstehen da auch die intensiveren Kontakte. Was wissen Sie heute über Politik, was Sie damals in Ihrer Anfangszeit so noch nicht wussten? Dass sie vielleicht an vielen Stellen sehr viel handwerklicher ist, als man sich das vorgestellt hat. Dass es oft gar nicht so sehr auf die großen Namen ankommt, sondern dass ich festgestellt habe in unserer Zusammenarbeit in der Fraktion, dass jede Meinung zählt und jede Meinung auch wirklich ernst genommen wird, wie das sein sollte. Mhm. Aber es ist schön, wenn man die Erfahrung macht, dass es dann auch so ist. Das stimmt. Geht schon ein bisschen Richtung Fachthemen und Fachgebiet. Sie sind jugendpolitischer Sprecher. Welche Themen beschäftigen Sie und welche Themen beschäftigen die Jugend im politischen Bereich? Also reingerutscht bin ich in dem Bereich, weil mir das Thema Jugend und Ausbildung ganz wichtig ist. Das auch ein besonderes Thema für meinen Wahlkreis ist, weil die Ausbildungssituation bei uns keine sehr gute ist. Aber das Ganze ist natürlich jetzt im Laufe der Jahre viel größer, viel weiter geworden. Ich finde, wir haben so viele junge Menschen in diesem Land, die sich unglaublich einbringen und anstrengen und ganz zielstrebig unterwegs sind. Und wir müssen aufpassen, dass die noch Zeit haben, jung zu sein und es auch mal ausprobieren.
probieren dürfen. Und das ist mir da ganz wichtig. Ist das bei Ihnen von der Aufteilung 50-50, weil Sie auf der anderen Seite dann auch im Petitionsausschuss Mitglied sind? Ist das so von der Schwerpunktsetzung? Ich bin nicht nur Mitglied, ich bin sogar Sprecher der Fraktion da. Und ja, das verteilt sich schon relativ gleichmäßig. Wie fällt da die Bilanz aus? Petitionsausschuss? Naja, mehr kann man sich immer vorstellen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir es uns gelingt, das Petitionsrecht an einigen Stellen noch bürgerfreundlicher zu machen in dieser Wahlperiode. Aber ich finde, wir haben auch gute Sachen vorzuweisen. Was mir persönlich ganz wichtig war, dass wir Menschen nochmal, ja, entschädigen kann man nicht sagen, dass wir ihnen Anerkennung geben, die Unrecht erlitten haben in Einrichtungen der Behinderten- und Kinder- und Jugendpsychiatrie in den 50er, 60er, 70er Jahren. Da sind nochmal ganz viele Fälle aufgetaucht, und dass wir das über den Petitionsbereich hinbekommen haben, dass die Leute heutzutage wenigstens eine Anerkennung für das Unrecht bekommen, war ein ganz wichtiger Punkt. Ich stelle mir das ziemlich aufwendig vor. Was geht an Petitionen rein und mit wie vielen unterschiedlichen Themen oder mit welcher Bandbreite setzen Sie sich da eigentlich auseinander? Da ist doch von A bis Z alles drin, oder? Da ist wirklich alles drin. Ja, vom Arbeitslosengeld bis zum Thema Zwangsehe. Also, da kann man sich alles vorstellen. Das ist vielleicht was da drin ist. Ganz viel sind persönliche Fälle, wo es darum geht, ich hätte gerne folgende Leistung von der Krankenversicherung, von der Pflegeversicherung, und die bekomme ich jetzt nicht. Warum ist das so? Können Sie da was machen? Mhm. Und ich stelle immer wieder fest, ganz viel ist Auslegungssache und auch Kommunikation. Mhm. Manchmal ist es aber auch handfest das Gesetz, das einen Fehler hat. Ja. Man denkt wahrscheinlich oftmals, bringt nichts, aber auch so eine Petition kann Steine ins Rollen bringen. Wir haben über Petitionen in der letzten Wahlperiode das Organspenderecht geändert. Mhm. Wir haben über Petitionen diese ganzen Anerkennungsbeträge in dem Bereich, den ich eben erwähnt habe, Kinder- und Jugendhilfe und Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie auf den Weg gebracht. Das sind Zehntausende von Menschen, die davon profitieren. Mhm. Und da sind die Einzelanliegen schon sehr wichtig. Blick nach vorne, Bundestag, freuen Sie sich drauf? Natürlich kribbelt das. Wenn das nicht mehr kribbelt, muss man aufhören. Ja, also das macht schon auch Spaß, aber ich weiß auch, es ist richtig anstrengend. Inwiefern, was ist Ihre Erfahrung, auch jetzt bei Ihrer fachpolitischen Zielgruppe, bei den Jugendlichen, bei den Erstwählern, ist da großes politisches Interesse vorhanden? Ich nehme durchaus wahr, dass sie sich viel für politische Themen interessieren. Die interessieren sich auch nicht so für Parteien. Mhm. Und kann ich auch verstehen. Ich habe so ein Projekt mit Schulklassen, biete ich an, für Junger Rat für Schwarze. Und dann gehe ich rein, stelle die Arbeit des Bundestags vor. Und wir einigen uns dann in der Sitzung auf ein Thema, was die Leute im Unterricht weiterbearbeiten. Beim zweiten Mal komme ich zu mit Ideen der jungen Leute zu diesem Themenbereich. Sehr spannend. Also die interessieren sich durchaus. Mhm. Vielen Dank. Wir sind am Ende der 400 Meter. Die letzte Bitte ist, gibt es noch eine Kollegin oder einen Kollegen aus Ihrer Fraktion, den oder die Sie empfehlen würden für ein weiteres Interview mit mir? Ich würde den Oliver Kaczmarek empfehlen, aus Kamen. Mhm. Der wandert immer mit einem roten Rucksack durch seinen Wahlkreis. Vielleicht kann er auch mal einen Rucksack durch Berlin. Den kann er hier mitbringen, ja, in 400 Metern. Wunderbar, vielen Dank.